Sonja Ziemann und Rudolf Brack das Traumpaar der 50er Jahre. Doch die Erfolgsgeschichte des Schwarzwaldmädels beginnt viel früher. Berlin 1917. Die Operette mit der Musik von Leon Jessel wird uraufgeführt. Die Geschichte des Bärbele in einem fiktiven Schwarzwalddorf trifft den Nerv der Zeit. Damals übrigens ohne Bollenhut. Für Komponist Leon Jessel ist es sein größter Erfolg. Doch er ist Jude. Die Nazis verbieten seine Musik. Jessel wird inhaftiert und stirbt 1942 an den Folgen der Haft. Sein Schwarzwaldmädel überlebt und wird 1950 Filmstoff. Bärbele trägt jetzt den Bollenhut, weil es im Farbfilm so schön aussieht. Im damaligen Drehort St. Peter hat der zwar nichts verloren, doch Gertrud Wolk und ihre Freundinnen hat das bei den Dreharbeiten nicht gestört. Die Trachtenmädchen waren damals mit den Schauspielerinnen allerdings nicht ganz einverstanden. Uns waren sie viel zu sehr geschminkt und wir fanden, das passt nicht zu unserer Tracht. Schauspielerin Sonja Ziemann nächtigte damals im Gasthaus Hirschen in St. Peter. Das brachte die Trachtenmädchen auf eine Idee. Sie schlichen sich eines Morgens früh ins Gasthaus, um die Schauspielerinnen in Natura zu sehen. Und da haben wir die Damen auch ohne Schminke gesehen. Und da waren sie uns ganz sympathisch und von da an hatten wir ein sehr nettes Verhältnis. Manfred Meyer war in den 50er Jahren Statist am Theater in Freiburg. Der damals 20-Jährige und seine Kollegen wurden für mehrere Szenen engagiert. Mit Sonderbussen wurden wir am Theater abgeholt, zu den Dreharbeiten hierher gefahren, im Hirschen verköstigt. Und wir wurden für unsere doch immerhin nicht tragenden, aber interessanten Rollen mit 15 D-Mark pro Tag entlohnt, was ein kleines Vermögen war. Das Gasthaus Hirschen spielte eine zentrale Rolle im Schwarzwaldmädel. In der Speisekarte erinnern Fotos an die Dreharbeiten vor fast 70 Jahren. Manfred Meyer erinnert sich noch gut an eine Schlägereiszene, die gründlich schief ging. Als Höhepunkt der Schlägerei sollten wir Maßkrüge aus Zuckerguss dem Gegner auf dem Kopf zertrümmern. Und das haben wir dann übertrieben, weil das uns natürlich Spaß gemacht hat. Und da stellte sich dann als Problem deswegen heraus, weil als wir so weit waren, dass es einigermaßen nach was aussah, waren keine Maßkrüge mehr da, weil wir die alle schon beim Probieren zerschmettert hatten. Die Tanzszene am Schluss des Films. Hier auf dieser Wiese stand der Tanzboden. Der Vater von Leopold Rombach war der Dorffotograf in den 50ern und hat das Ereignis festgehalten. Auch Leopold Rombach ist Fotograf und weiß, warum St. Peter ausgewählt wurde. Es ist optisch gut beherrschbar. Es liegt frei und Sie können von verschiedenen Seiten her schöne Totalen drehen. Der Bollenhut und St. Peter. Dank dem Schwarzwaldmädel weltberühmt.